So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon, Europa Universalis 4. Und ja, wir machen fleißig weiter mit unserem Sardinien-Piemont und schauen uns mal an, welche Eroberungen wir in der heutigen Folge bzw. in meiner kleinen Aufnahmestaffel jetzt wieder zusammenkriegen. Es ist frühe Samstagmorgen, der 9. Mai von meiner Seite. Und wie ihr wisst, ja, die Videos kommen vereinzelt. Zuletzt natürlich mit einer sehr hohen Frequenz, wie ich finde. Denn ich hatte es geschafft, sehr, sehr viele Videos aufzunehmen. Immer so von ja, zwischen 20 und 30 Minuten. Ja, und ich will am Ende auch nicht 20 Videos hochgeladen haben. Und dann zieht sich's. So ein bisschen zeitnahen Content möchte ich dann schon beibehalten. Deswegen wird es auch, wenn es möglich ist, manchmal vielleicht an einem Tag zwei Videos geben, manchmal bloß alle zwei Tage ein Video, je nachdem. Gut, aber das seid ihr mittlerweile ja schon gewohnt. Dann weiß ich nicht, ob ich das andere Projekt, was nebenher laufen soll, schon hochgeladen habe. Aber ich plane, Stand jetzt auf diesen Samstag, noch eine kleine Videoreihe zu Civilization 6. Freue ich mich einfach auch darüber, dass ich da ein bisschen das mit reinfließen lassen kann. Wie ich schon gesagt habe, Strategiespiele momentan primär auf diesem Kanal. Alles, was mit Aufbaustrategie oder auch, ja, von mir aus Eroberungsstrategie 4x etc. zu tun hat. All das momentan so federführend auf diesem Kanal. Ansonsten, ja, wie es zeitlich zu schaffen ist, wie es machbar ist. Wenn eine Pause kommt, wisst ihr oder die meisten wissen, warum die dann auch sein wird. Aber das alles noch Zukunftsmusik. Momentan finde ich die Zeit in den frühen Morgenstunden, weil mein Mädchen schläft und ich kann ja ganz gemütlich aufnehmen und ein bisschen Zeit mit euch verbringen. Wunderbar, freut mich. Wir machen weiter mit unserem kleinen, wenn ich nicht sagen möchte, eigentlich gar nicht mehr so kleinen Reich. Denn wir schaffen es langsam, uns überall ein bisschen zu bewegen. Wir haben einer der stärksten Gegner aktuell so ein bisschen, sage ich mal, auf dem richtigen Fuß erwischt, nämlich Spanien. Geben ihnen ständig, jetzt haben wir glaube ich schon zwei Kriege geführt gegen Spanien erfolgreich. Und das wollen wir ganz gerne noch ein bisschen beibehalten. Sie sind verbündet mit Portugal und Venedig nach wie vor. Das ist dann auch wieder unser nächstes Ziel. Und zwar 84 nächstes Jahr. Puh, schwierig. Gucken wir mal. Doch, sollten wir eigentlich hinkriegen. Unsere sonstigen Verbündeten sind nach wie vor überschaubar. Frankreich, Böhmen und Nürnberg. Das ist aber dann... Achso, mit denen sind wir... Wir sind mit denen momentan im Krieg gegen Sachsen. Ja, ansonsten haben wir wirklich bloß nur noch Frankreich übrig. Gut, und zwei Vasallen. Nicht zu vergessen haben wir noch Rhodos und den Johanniterorden. Sowie das wachsende Neapel als Vasallen dabei. Hm. Jetzt überlege ich gerade. Ja, Neapel hat 10.000 Armeestärke, beziehungsweise 10.000 Mann unter Waffen. Das ist denn doch nicht so einfach gegen Spanien. Haben wir wirklich alle Bündnisse aufgegeben? Johanniter, Frankreich, Böhmen. Ferrara ist noch eine Staatsehe übrig. Und das war's, ja. Das war's. Okay, sollten wir noch Anspruch machen auf Ferrara? Tun wir schon. Ich mache mir gleich zu Beginn einen kurzen Überblick, wie wir weiter vorangehen. Und was wir nicht vergessen sollten, ganz entscheidend, unsere sehr erfolgreichen Flotten, die ja berüchtigt sind im Mittelmeer, die sollten wir dann nochmal ein bisschen weiter ausbauen und erweitern, denn das Geld ist da in Kriegszeiten sowie auch in Friedenszeiten. Das machen wir dann auch noch gleich. Mit ein paar schönen Schiffen. So. Das haben wir. Gucken wir mal, wie wir mit dem Krieg vorankommen. Wir wollten uns ja nicht aktiv daran beteiligen. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir verloren? Schweiz, Anspruch in Waldstätten. Charolais in Frankreich. Eroberungskriegsgrund gegen Österreich. Schweiz. Okay, gut, Charolais war, ist normalerweise französisches, burgundisches Gebiet, in dem Fall jetzt natürlich unter den Fittichen von Österreich. Okay, wir haben auch noch einen Missionarlauf, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, der ist auch schon fertig, perfekt.
Das heißt, die aktuellen 13 Dukaten sind unsere Einnahmen. Schauen wir mal, wie es da demnächst weitergeht. Dann habe ich noch gesehen, wir haben den Fokus dann... Ah ja, wir haben im Plus 2 Berater reingesetzt. Für die Administrative. Denn die wollten wir natürlich jetzt ausbauen, die humanistischen Ideen. Oder die nehmen wir dann so mit, wie sie anfallen. Aber hier müssen wir auch ein bisschen aufholen. Ihr seht, wir hängen ein bisschen hinterher. Aber das passt. 15 haben wir schon beim Militär. Sehr schön. Wo steht hier Spanien? 13, 13, 14. Die sind sogar nochmal eine Stufe unter uns. Sehr schön. Perfekt. Okay. Wer mich noch ein bisschen ärgert oder wer eigentlich als Nachbar unbeliebt ist. Ach, ich erinnere mich jetzt. Ja, ich habe mich ja geärgert wegen Ferrara, dass sie unseren Diplomaten entdeckt haben. Dann bauen wir mal bei Venedig auf. Die könnten wir auch eigentlich angreifen und so Spanien als Juniorpartner mit reinnehmen in den Krieg. So, da ist natürlich jetzt ein bisschen Bambule in Böhmen, wie ich sehe. Wird Zeit, dass die ersten Kriegspartner rausgehen aus dem... Oder dass die Frieden akzeptieren. So, sehr schön. Die Exkommunikation von uns wurde aufgehoben. Denn mittlerweile ist Frankreich Kaiser. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt. Ja, lange Sicht müssen wir ja natürlich Frankreich verraten. Die Frage ist nur, wie schnell das passieren wird. Jetzt kümmern wir uns erstmal noch primär um das, ja, um den Rundumschlag gegen Spanien. Denn die... Unsere Sardinisch-Piemont, aber es heißt wirklich nur Sardinisch-Iberien, das ist immer noch natürlich Opfer in Kriegszeiten, ne? Das können wir noch gar nicht verteidigen. Da fehlt uns ein bisschen die Masse. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir uns dann ein bisschen auf Venedig konzentrieren. Osmanischen Reich und Spanien, oh. Sehr schön. Bleiben wir noch ein bisschen dran. Lassen wir den Krieg mal weiterlaufen. Es ist auch nicht so verkehrt, wenn wir mal eine Zeit lang ein bisschen Geld einnehmen. Und uns mal vielleicht, wie ich so häufig sage, konsolidieren. Das würde ich dann auch ganz gerne ein bisschen vorantreiben. Man hätte eigentlich sogar noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld in Richtung Kolonien zu drücken. Ich wurde auch angesprochen, das war eines der Themen der letzten Folgen, oder ein sehr häufiges Thema der letzten Folgen, die Geschichte mit den Ständen, dass ich das zu wenig nutze. Ich nutze es natürlich für Generäle in der Regel, bei dem Adel, aber auch hier kann man sich natürlich Macht holen, militärische Macht. Der Einfluss vom Klerus und den Bürgern ist mir hier einfach zu hoch, ich will das nicht, dass es auf 100 fällt. Denn auf 100 fällt es dann manchmal auch einfach durch Events, ne? Das ist der Grund, warum ich die Stände nicht so häufig nutze, weil es am Ende auch, wenn es nicht schlau gemanagt ist, einen Unruhefaktor darstellt, ne? Ganz klar. Auch hier nochmal zusätzliche Rekrutenreserve. Das können wir eigentlich machen. Das können wir wirklich machen. Das drücken wir mal durch. Und dann im Parlament einberufen. Das ist in Ordnung. Ansonsten sollten mit dem... Adel dann nochmal vielleicht eine Provinz schenken. Arezzo bietet sich da idealerweise an. Dann sind die auch wieder auf 20. Bei den Bürgern haben wir in der Regel die Charta gewählt. Hier können wir 5 Karacken bauen. Kostenlos. Darf man auch nicht unterschätzen. Ist auch sehr wertvoll, ne? Meine Güte. Kostet auch 15 Loyalität. Dann sind wir schon bei 90. Das ist mir zu viel. Und, nee, ach, hier sind wir bei Bürger. Ja. Sollen wir die 5 Karacken mal mitnehmen? Machen wir. Und dann kriegen wir hier auch die Charta wieder mit Prestige. Okay. Und beim Klerus kann man die Gesandten zum Papst schicken. Aber das ist nochmal 10 Einfluss, sind wir schon bei 84. Bis 1603, 20 Jahre, ne? Wir machen's. Ich will's nur zeigen, ob ich jetzt immer dran denke, es immer wieder mache. Schauen wir mal. Und beim Papst haben wir jetzt negative Beziehungen, die können wir versuchen zu verbessern. Und schauen uns dann
den weiteren Krieg einmal an. Schweiz ist auch, ja, langsam, wie man sieht, entwickeln sich auch in Mitteleuropa, also im Heiligen Römischen Reich, Großmächte heraus. Ich würde fast sagen, beachtenswert ist Nürnberg, Hessen, Magdeburg ist interessant. Ja, gut, Holland auch noch ein bisschen schwach. Aber die anderen sind schon sehr auffällig, definitiv. So. Das können wir noch durchführen. Militärzugang erbittet. Ja, kommt halt. Da ist auch Riga mit dabei. Also so souverän läuft der Krieg natürlich hier auch nicht gegen das kleine Sachsen. Aber wie gesagt, wir halten uns da raus. Wir kriegen Gefälligkeiten durch unseren Vasall. Jetzt ist der Krieg auch zu Ende oder beendet mit Spanien. Da müssten wir dann eigentlich mal schauen. Wir verbessern mal die Flotten, die wir haben. Und auch hier würde ich zeitnah ganz gerne ein bisschen aufbauen oder verbessern. Also noch ein... Oh, sehr schön, wir kriegen nochmal Stabilität geschenkt. Der Spielmann kommt. Wie gesagt, bei den Schiffen würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen Fokus setzen, die zum einen größere Flotten bauen. Und ja, dann auch in der ganzen Welt so diese Handelsschutzflotten verteilen, ne? Ganz klar. Weil das haben wir, da sieht ein bisschen schwach aus zurzeit. Wir haben jetzt 5 Großschiffe in Auftrag gegeben. Ich frage mich jetzt, wo die kommen. Ach, da unten sind sie, in Pisa und Genua. In Pisa 3 Stück und in Genua noch eine. Sehr schön. Die können wir hier hinschicken. Die ist schon fertig. Genau. Super. Okay. Sammeln wir ein bisschen Geld. Gucken wir uns das an. Auch die Armee kann man theoretisch noch ein bisschen erweitern. 69 Mannstärke insgesamt oder Einheitenlimit. Da ist auf jeden Fall was möglich. Gut, wir gehen Richtung Ende 16. Jahrhundert, das war schon richtig. Was hier auch immer ein Thema ist, was man versuchen könnte, ist noch ein bisschen Gas zu geben mit den Entdeckungen. Ne? Die erste Weltumsegelung ist ja auch immer ein ganz heißes Thema. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da schon zu spät sind. Das haben wir jetzt nämlich 20, 30 Jahre komplett vernachlässigt. Weiß ich nicht. Man sollte vielleicht sogar sich anschauen. Ich guck mal ganz kurz. Ja, wir sind ja eigentlich hier am weitesten, ne, in Südafrika. Die anderen noch nicht. Da fehlt noch Frankreich und Co. Machen wir. Wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand. Finde ich eigentlich immer ein interessantes Thema. Wir brauchen genau 4 Stück, oder ich nehme immer 4 Stück. Bevor wir hier die Ideen weitermachen, bringen wir auf jeden Fall die Technologie auf 15. Und dann sind wir hier auch durch mit der Kolonie. Oh, Britannien führt schon Krieg gegen Pima und Zuni. Unangenehm. So nenne ich es mal, unangenehm. Okay. 30.000 Mann, ja, die haben sie hier hingeschoben. Frankreich, Nord. Okay, wir gehen, dann machen wir es so. Dann geben wir Gas und wir gehen Richtung Indien. Ziehen wir ab von Nord- und Südamerika und gehen Richtung Indien. Finde ich eigentlich nicht verkehrt. Portugal sitzt hier noch, die könnte man dann vielleicht mal erobern, wenn wir da noch Kriege führen gegen Spanien. Versuchen wir uns mal ein bisschen weiter auszubreiten. Wir haben hier noch eine interessante Provinz, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Machen wir es, wir gehen nach Indien. Ist eigentlich eine gute Idee. So, was ist da abgelaufen bei den Bürgern? Nicht, da sind sie schon bei 88, wie gesagt, das ist schon ziemlich hoch. Und der Krieg ist zu Ende mit
mit Sachsen. Dann sollten wir vielleicht schauen, dass wir jetzt nochmal den Schlag machen gegen Spanien. Frankreich gegen Spanien, Portugal und wir gegen Venedig. Ragusa, Portugal, Venedig. Es ist nicht einfach, ne? Man darf es nicht unterschätzen. Wir gucken mal ganz kurz, wie unsere Armee aussieht. Vergleich, Rivalen. Nur 18.000 Mann. Okay, da müssen die Schulden haben ohne Ende. Wie sieht es bei Frankreich aus? Sehr gut. Ja, dann machen wir gleich Nägel mit Köpfen. Liebe Leute. Nicht lange schnacken. Krieg erklären. Frankreich mitnehmen. Rückeroberung von, sagen wir, Salerno. Und Attacke. Wir gehen nach Venedig. Dann unsere Schiffe natürlich. Ja, klar, verlieren wir im ersten Moment immer ein bisschen Schiffe, die Handelsflotten, ne? Da müssen wir auch aufpassen, dass Venedig uns jetzt nicht alles zerstört. Oh, da haben wir schon die Schlacht. Interessant. Sie bringen nur Handelsschiffe, keine Fregatten. Sie haben keine Galeeren. Das sollten wir eigentlich locker gewinnen. Sehr gut. Wir machen es mit Venedig wieder so, dass wir sie schnell rausnehmen. Vielleicht. Leider haben wir natürlich viel aggressive Expansion in dem Bereich. Momentan sind wir nicht so beliebt. Es erstreckt sich sogar bis Österreich. Ignorieren wir das mal bei Venedig, aber bei den anderen natürlich. Ungemein gefährlich. So. Restlichen Schiffe reparieren. Bin drauf und dran zu sagen, dass wir hier ein bisschen investieren, damit es zügiger geht, ne? Selbstverständlich. Das ist immer klar, dass das hier sofort wegfällt. Oder es ist sogar ein bisschen ärgerlich, aber wir können es halt leider nicht, noch nicht verteidigen. Da müssen wir immer erstmal zurückziehen. Ich würde ganz gerne, wir haben hier, ich mache das mal mit Söldnern, die Belagerung von den italienischen Provinzen von Spanien. Zum einen Salerno und zum anderen Syrakus. Oder Syrakusa. So, Frankreich ist auch durch. Sehr schön. Ich möchte, dass Frankreich sich eigentlich auf Spanien konzentriert. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Macht aber nichts. So, wir machen das, was wir am besten können. Also da bin ich auch natürlich total froh, dass wir so ein bisschen diese Vorherrschaft mit unseren Schiffen erzielt haben. Im Mittelmeer. Dass wir da halt immer schön Alarm machen können. Da kommen wir. Ferrara haben wir gewonnen. Perfekt. Ist jetzt ein bisschen ineffektiv mit den zwei großen Armeen, aber ich will jetzt auf jeden Fall verhindern, dass Venedig uns zuvorkommt oder vielleicht schlägt mit einer Armee. Eine ist zu schwach und zwei natürlich zu viel, aber schauen wir mal. So, da ist Spanien. Wie gesagt, ein bisschen beeilen müssen wir uns halt immer hier. Sehr gut. Machen wir kurzen Prozess mit Venedig. Nehmen wir die raus und dann können wir unsere ganze Wucht auf die Iberische Halbinsel bringen, ne? Hm.
gut, der verliert. Da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Kann ich, aber will ich nicht, so muss man sagen. Und das ist eine gefährliche Flotte, die 31 venezianischen Schiffe. Sehr gut, Frankreich. Sehr gut, schaffst du das? Ja, ist auch fertig. Vertrag von Tordesillas. Sardinisch-Mexiko haben wir. Geben wir Mexiko, Sardinisch-Mexiko, idealerweise ein bisschen Geld. Würde ich sagen, unterstützen sie mit 2 Dukaten. Achso, das muss ich über diesen Reiter machen. Subvention für 10 Jahre. Und wie bei den anderen auch wieder so 2 Dukaten. Das unterstützt sie dann auch beim Gründen von neuen Kolonien, ne? So. Sehr schön. Neapel, sehr gut. Okay. Ich hoffe, wir kommen, wenn wir durch die beiden Provinzen durch sind, können wir uns Richtung Spanien bewegen. Wer kommt da? Nehmen wir mit. Wir haben genügend Punkte. Selbstverständlich nehmen wir Böhmen mit. Können wir gebrauchen. Ich nehme auch hier die Armee-Professionalität mit. So, okay. Leider komme ich mit Ferrara nicht voran. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was das Netzwerk angeht. Oh, schade. Was gibt's jetzt? Admin-Technologie. Naja. Religionskriege in Frankreich. Alles so Nebenschauplätze. Die beiden lösche ich. Die kosten einfach unnötig Geld. Und dann ziehen wir... Ich weiß nicht, ob wir schon rausnehmen können. Würde ich ganz gerne, bevor Böhm sich hier zu lange beschäftigt. Genau, Treviso. Jetzt wird's interessant. Gibt's hier eine günstige Provinz? Ja, Modena könnte man günstig nehmen. Modena könnte man günstig klauen von Venedig. Oh, die wollen gar nicht. Aha. Gut, dann lassen wir doch Böhmen hier und wir marschieren nach Spanien. Die wollen noch ein bisschen Streit. Versuchen wir mal ein bisschen mit Schiffe Gas zu geben. Schauen wir uns mal die Schlacht an. Sehr gut. So, ein bisschen reparieren. Das können wir sogar in Gerona machen. Okay, ein bisschen beobachten, wie sich das hier weiterentwickelt. Venedig ist beschäftigt. Bei Venedig löse ich das Bündnis mit Spanien mal auf. Ich würde die ganz gerne so ein bisschen wieder in der Opferrolle sehen. Aber eigentlich auch ungern in der Opferrolle von Österreich, weil dann werden die mir wieder zu stark. Okay. Wie lange brauchen wir hier noch? Okay. Kolonialkanada. Kein Problem. Das ist für uns auch nur ein Nebenschauplatz. Ich versuche mal ein bisschen Rekrutenreserve zu sparen. Wenn die Franzosen da schon draufstehen mit 20.000, ist es unnötig, dass wir noch uns dazustellen. So, liebe Leute. Sehr schön. Das sieht gut aus. So, wir kriegen mal jetzt Venedig raus. Bündnis mit dem Osmanen. Das lösen wir auf. Und Spanien. Ja. Und Geld, das war's. Krieg ich noch Modena? Nee. Dann lassen wir es so. Aber die Kriegsreparation. Ja, okay. Lassen wir es so. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Ja, dann sind es nur noch Spanien und Portugal. Auf geht's. Da haben wir jetzt noch genügend Zeit. Ich würde fast sagen, die können wir dann wieder schön komplett belagern. Bringen wir die gebauten Schiffe mal zusammen. Da hatten wir ja eigentlich einen Plan.
Oder? Weil hier sind die ganzen... Ich muss kurz ein bisschen aufräumen. Ich glaube, die vier hatten wir festgelegt für die Erkundungen. Okay, das sind zwei Handelsschiffe. Das passt. Die und das... Ja, das waren alles Schiffe, die gebaut haben. Das waren die ganzen Großschiffe. Perfekt. So, dann haben wir das auch. Mhm. Sehr schön. Gut, geben wir Vollgas Richtung Spanien. Da sind wir durch Pirineo durch, würde ich fast sagen. Wir stellen uns mal in Navarra auf. Ja, die 7000, die investiere ich jetzt an Rekrutenreserve. Madrid ist mittlerweile Hauptstadt, hat aber keinen Tower. Das kommt uns zugute. Beschleunigt natürlich ein bisschen die Belagerungen. Und machen wir mal weiter mit den Schiffen der Portugiesen. Sehr gut, haben wir sie erwischt. Wäre halt noch schöner, wenn wir Schiffe erobern würden. Dass wir wirklich keine mehr haben. Okay, ja, da kommen wir. Das können wir akzeptieren. Wer ist das? Das ist Ragusa. Ja gut, an die komme ich jetzt gar nicht ran. Das wäre eigentlich jetzt ein Fall für Böhmen. Krass, mit 7000 können die Madrid belagern, ne? Gerade so. Aber ich glaube, Neapel kümmert sich drum, oder? Nee, nicht wirklich. Machen wir es. Marschieren wir. Ich will ungern, dass jetzt da ein Tower fällt. So. Oh, jetzt hauen sie ab, ne? Das war klar. Wir stellen uns mal einfach hier auf. So, haben schon alles besetzt. Ich würde aber ganz gerne noch zu Portugal. Und denen so ein bisschen die afrikanischen Provinzen abnehmen. Dass wir dadurch einen kleinen Vorteil kriegen, in die Richtung zu expandieren. Vielleicht sogar, wäre gar nicht so schlecht, Ceuta, wie man möchte. So, ich weiß nicht. Ja gut, wenn die unter schwarzer Flagge laufen, kann ich die auch nicht angreifen. Sehr schön, Böhm steht auf Dubrovnik. Können wir dann auch gleich zerlegen. Helfen wir hier mal mit? Oder haben die Kanonen? Ja, haben sogar Kanonen. Sehr schön. Da sind sie auch schon durch. Frieden verhandeln. Die können mit Spanien befreundet bleiben, das stört mich nicht. Dann hätte ich gern die Schiffe wieder. Bringen wir sie wieder zurück. Beziehungsweise die Armee. Ja, man muss, wenn man dann so einen entscheidenden Schlag schon gesetzt hat, ne, und das haben wir ja schon mit zwei Kriegen gegen Spanien, dann muss man dann auch wirklich dranbleiben an der Sache, dass man sie gar nicht erst groß werden lässt, ne, weil vom Land her und natürlich auch vom Einfluss und so schnell wie sie expandieren, auch mit Kolonien, sind sie innerhalb von wenigen Jahren wieder auf dem Niveau, auf dem sie vorher waren. Und das macht es ja unnötig schwer. Deswegen mussten wir jetzt in dem Fall auch gleich dranbleiben an der Eroberung. So, dann können wir die auch abberufen hier. Hat sich das Thema auch erledigt. So. Ja, wenn wir dann keine Vormachtstellung bekommen im Bereich Nord- oder Südamerika mit den Kolonien, was noch nicht gesagt ist, das ist noch nicht abgeschlossen, aber gucken wir mal, dass wir zügig Richtung Indien kommen. Wahnsinn, was hier... Na gut, das ist jetzt wieder Frankreichs Madness, ne? So nenne ich es mal. So. Grande de Grande de Savoia. Der erste. 651. Und der Thronfolger ist Amedeo. Okay, 245. Auch nicht so verkehrt, Leute. Ich kann mich nicht beklagen über die Herrscher. Ich muss bloß hier den Fokus ändern. Zeitnah.
Gucken wir mal, wie sieht's aus mit Ehen? Staatsehen, immer noch Ferrara. Hier müssen wir eine nachjustieren. Und hier auch. Das war's. Nee, stimmt nicht. Neapel noch. So. Ah, gut. Der Orden hat ja keine Staatsehen. Jetzt gucken wir doch mal. Wir haben doch die gleiche Dynastie. Es gibt auch einen Dynastiebildschirm. Man kann das so schauen, direkt bei den Ländern, oder? Ja. Das sollten wir dann nochmal im Auge fassen. Vielleicht können wir sogar... Das wäre natürlich super, ne? Eine PU. Eine PU mit Frankreich. Das wäre natürlich der Hammer. Gut. Aber dafür bedarf es dann auch positive Legitimität, ist ganz klar. Der ist 16, der ist 47. Ja, wenn die irgendwie sterben sollten, könnten wir den Thron beanspruchen. Aber gut, es ist momentan unser einziger Verbündeter. Wir sollten nicht jetzt auf Biegen und Brechen jeden Verbündeten vom Kopf stoßen. Das macht Spaß, die Schiffe zu zerlegen. Ein bisschen reparieren. Na, Frankreich nimmt sich auch ein bisschen, oder wollen ganz gerne was. Ich weiß nicht, ob ich Frankreich was geben soll. Eigentlich nicht. Also ganz ehrlich, eigentlich überhaupt nicht. Das macht keinen Gegenwert. Das macht keinen Sinn. So, wenn wir da hinkommen, können wir noch ein paar Schiffe zerlegen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir hier Verschleiß haben in der Straße von Gibraltar. Aber die können wir erwischen. Sehr gut. So, das hat gesessen. Da haben wir doch schon ganz gute Ideen gewählt. Für unser kleines Sardinien-Piemont. Ja, die Kolonialrechte sind abgelaufen. Die möchte ich ganz gerne wieder ergänzen. Oh, 73, 20, 93. Ne, erlangt 15. Gerade so. Okay, nimm was mit. So, jetzt ist natürlich interessant, wie es hier mit Frankreich aussieht. Nicht so prickelnd. Die haben wirklich Religionskrieg ohne Ende. Und zerlegen die böhmischen Armeen. Wir warten mal. Wir müssen auch eine ganze Menge Korn. Vielleicht ist das Ende gewesen von Spaniens Einfluss auf italienischem Festland. Das können wir eigentlich abschließen, finde ich. Das macht eigentlich Sinn, dass wir da die letzte Provinz hergeben. Böhmen ist Kaiser, nur noch schöner. Wir nehmen die... Ne, die Legitimität würde ich ganz gerne nach oben schrauben. So... Irgendwo geben wir eine ganze Menge Geld aus. Armee, Flotte, Festungen natürlich. Das könnte man nochmal optimieren. Das ist ein bisschen... Ist ein bisschen viel, ne, was wir da an Festungen stehen haben. Also die nehme ich schon mal gleich. Die haben wir zwar spät gebaut, aber die nehme ich raus aus Savoyen. Oh. Das Osmanische Reich... Großmacht griff ein und schloss sich unseren Feinden in der zweiten sardinischen Rückeroberung von Salerno an. Als ob ihnen das helfen würde. Das ist natürlich jetzt bitter. Jetzt haben wir den Osmanen noch mit in den Krieg gezogen. Heidewitzka. Okay, dann müssen wir den Krieg beenden. Er ist gut verlaufen, aber machen wir Schluss. Ich weiß nicht, oder wie schnell komme ich denn durch Lissabon durch. Dürfte doch jetzt gewesen sein. Und Frankreich ist raus. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Frieden verhandeln mit Portugal. Ich hätte ganz gerne diese. Dann drücke ich sie raus aus dem afrikanischen Einfluss. Und das ist so viel. Okay. Zwei Provinzen von Portugal. Und das war's dann. Ich hoffe, die nehmen an. Spanien.
Das würde ich ganz gerne so abschließen als primäres Ziel. Und jetzt die neapolitanischen Provinzen zurück, die günstigen. Salerno, Neapel ist zu teuer wahrscheinlich, ja? Ja. Aber dann, wie sieht's aus mit Palermo? Auch zu teuer. Syrakusa geht noch. Hui. Hui, hier geht mir der Stift. Da kommt der Osmani jetzt aus der anderen Ecke geschossen. Okay. Man hätte auch noch ein paar Kolonien nehmen können, aber die laufen uns nicht weg, würde ich mal behaupten. Sehr schön, dann haben wir auch langsam Zugriff zum Maghreb. Klingt dann fast, als ob wir den nächsten Krieg gegen den Spanier, das ist dann 1600, pünktlich Januar 1600 der Fall, vielleicht direkt mal übers Festland angehen können. Ärgert mich ein bisschen, Neapel hätte fallen müssen. Aber das hätte ich jetzt zu lang gezogen, das wäre jetzt zu heiß. Ich habe jetzt gar nicht geguckt wegen Koalition, aber sah eigentlich entspannt aus. So, Frankreich natürlich beschäftigt mit seinen adligen Rebellen. Oh Gott, die Religion, Wahnsinn. Haben wir vielleicht sogar die falschen Ideen genommen? Hätte man vielleicht sogar religiöse Ideen nehmen müssen? Puh. Schwierig. Das werden wir hier mal so weit optimieren, dass wir hier unsere Ruhe haben. Da kommt England. Das wird auch noch spaßig mit den Engländern, das sage ich euch jetzt schon. Das wird auch noch lustig. So. Okay, wir bauen dann, würde ich... Wie gesagt, ich habe ja auch von Anfang an gesagt, die Kolonialgeschichten sind ein Nebenszenario. Um das kümmern wir uns nicht primär. Global Zölle und Korruption, naja, okay. An der Stelle... Friedensverhandlungen. Wir machen weiter in der nächsten Folge wieder 37 Minuten verrückt. Aber wir sehen uns. Bis dann, euer Pergi. Ciao, ciao.